Im Juni 2009 gab es ein Starkregenereignis über Nacht, wo es bis zu 100 Liter Regen auf den Quadratmeter stationär gegeben hat. In einem Naturschutzgebiet und außer eines überschwemmten Wanderweges war die Parkbank im Wasser und die habe ich fotografiert. Grüße Sie und grüße euch. Sowas kommt immer mal wieder vor und ich möchte an dieser Stelle an die Worte meines meteorologischen Ziehvaters vor rund 25 Jahren erinnern, der zu mir gesagt hat, Zitat, Men Jung, Modelle sind keine heiligen Kühe. Er wollte damit sagen, achte nie zu 100% auf die Modelle, da kann sich einiges ändern. Und das möchte ich euch mal kurz zeigen. Das ist die Wetterkarte, die ich euch am Samstag gezeigt habe für dieses komplette Wochenende mit dieser Konvergenzlinie, wo der meiste Regen fallen soll. Im äußersten Nordosten sollte weniger fallen. Jetzt ist nur Folgendes passiert. Die Konvergenzlinie lag deutlich weiter im Osten und so gab es hier bis zu 80, örtlich sogar 100 Liter Regen auf den Quadratmeter und punktuell in den Gegenden sind bis jetzt heute Nacht etwa 60 bis 70 Liter Regen auf den Quadratmeter gefallen mit entsprechenden Überschwemmungen. Das passierte alles in sehr, sehr kurzer Zeit. Und die Wetterlage ändert sich noch wenig. Ich habe hier mal von heute früh die Wetterkarte genommen. Die schwarzen Tiefs und Hochs, das sind die Bodenhochs und Tiefs und die blauen, das sind die Höhentiefs. Und das ist die Wetterlage von heute früh und das die von heute Abend. Und jetzt legen wir mal die Druckgebilde auf die heute Abend rüber. Nochmal, ich vergleiche das mal. Die ändern sich im Prinzip wenig. Und die Konvergenzlinie, die wir heute früh haben, liegt heute Abend fast identisch. Und wenn wir die jetzt zusammenlegen, die liegen fast übereinander. Und die einzige Änderung, die es heute im Laufe des Tages gibt, jetzt wird es noch ein bisschen komplizierter, ist die von heute früh. Achtet bitte auf dieses Tief da hinten im Westen. Das zieht im Laufe des Tages ein Stückchen weiter westwärts. Und dadurch wird das ganze Wettersystem, das über Deutschland liegt, trotz dieser Konvergenz, die fast gleich ist, ein bisschen weiter nach Westen rutschen. Das heißt, wir starten erst einmal mit intensivem Regen von der Nordsee bis in die östlichen Mittelgebirge, im Südosten Baden-Württembergs, im Südwesten Bayerns, Osten Schweiz und auch Vorarlberg, Tiroler Oberland gibt es teils intensiven Regen mit Überflutungsgefahr. Hier gab es ja vor kurzem schon ein leichtes Hochwasser. Tagsüber regnet es von der Nordsee bis Bayern weiter, auch den Alpenrand entlang. Ziemlich unangenehm. Im Nordosten kommt die Sonne heraus und die gräbt sich langsam immer weiter voran. Die Konvergenz bleibt fast auf der Stelle liegen. Das heißt, hier entstehen neue Schauer und Gewitter, die immer wieder anstückeln und an Ort und Stelle sehr viel Regen bringen. Da wird das Ähnliche passieren wie am Samstag eben im Nordosten. Auf der Alpen-Südseite kommt zumindest mal die Sonne heraus bei bis zu 26 Grad am Gardasee, Südsteirische Weinstraße und Neusiedlersee bis zu 27 Grad im äußersten Westen. Und im äußersten Osten auch bis zu 26 Grad. Im Regen bleibt es deutlich kälter. Dazu kommt unangenehmer Wind und entsprechend fühlt sich das kälter an. Der Wind ist auch das Thema. Einerseits ist er hier sehr kühl und auch an der Ostsee ist er sehr ruppig mit einer sehr hohen Sonnenbrand- und Sonnenstichgefahr. Wir schauen uns aber diese Linie an. Hier haben wir wieder die Linie der Überschwemmungs- und Überflutungsgefahr mit intensiven Regenfällen und Starkregen. In der Nacht schrumpft das Ganze zusammen, läuft oder verläuft dann vom Emsland weiter bis nach Bayern und auch im Osten Österreichs gibt es so ein kleines Komma, wo es starken Regen geben kann. Also es regnet ohne Unterlass weiter, oft in den Gebieten, wo es schon so viel geregnet hat. Tagsüber am Montag lässt der Regen zwar nach, aber er bleibt da liegen. Im Nordosten scheint die Sonne, oft ist es rund um die Küsten sogar wolkenlos, aber mit weiterhin kaltem Wind. Den kalten Wind haben wir vor allen Dingen auch rund um Wien und im Burgenland. Ansonsten sind immer wieder ein paar Schauer unterwegs. Und die Temperaturverteilung ändert sich wenig. 19 bis 24 Grad sind es im groben Schnitt. Dort, wo es viel Sonne gibt, ist es ein bisschen wärmer und im Regen deutlich kühler.